Lok Stendal, Arminia Bielefeld 0:5. Arminia Bielefeld hat die erste Hürde im DFB-Pokal souverän genommen. Die drückend überlegenen Ostwestfalen setzten sich am Sonntag, 19. August 2018, beim Oberligisten Lok Stendal mit 5:0, 1:0 durch und zogen zum fünften Mal in den vergangenen 7 Jahren in die zweite Runde ein. Neuzugang Prince Oyuso, 11. Minute, 61. Sven Schiplock, 63. und 69. Foul-Elfmeter und Tom Schütz, 66. erzielten die Tore für den Favoriten, den Trainer Jeff Seibene, mit 8 Wechseln gegenüber dem 2:1 in der 2. Liga gegen Dynamo Dresden umgekrempelt hatte. In seinem ersten DFB-Pokalspiel seit 22 Jahren stand der ehemalige DDR-Oberligist von Beginn an unter Druck. Die Bielefelder gingen mit ihren Chancen aber zunächst verschwenderisch um. Schiplock traf mit einem Kopfball die Latte, 50. Erst mit Oyusos zweitem Tor fiel die Entscheidung. Kützek, Kühn, Mahold, Werner, Scharsch mit Groß, Krüger, Schubert, 76. Hey Erdmann, 64. Güldecke, Schmidt, 69. Breda, Buschke, Klevin, Schütz, Börner, Seiger, Hartherz, Massimo, Christiansen, Prietl, 67. Seufert, Weihrauch, 57. Staude, Schiplock, Oyuso, 76. Klos, 0:1, Oyuso, 11. 0:2, Oyuso, 61. 0:3, Schiplock, 64. 0:4, Schütz, 66. 0:5, Schiplock, 69. Foulelfmeter. Groß 1, Oyuso 1, Mahold 1, Christian Dietz, München, Kützek, Stendal, hält Foulelfmeter, 66. von Schütz, Bielefeld. Stand, Sonntag 19. August 2018, 17:22, Sit dpa, Red, Stand, 19. August 2018, 17:25, Sportschau.de, Fußball, DFB-Pokal-Darstellung.